Herzlich willkommen zu Sketchnotes und Co. in der Logopädie. Ich bin Ayoka Kaiser, ich bin Logopädin und visuelle Geschichtenerzählerin. Sketchnotes sind visuelle Notizen und bestehen aus einfachen Symbolen und Strichzeichnungen, aus Worten und Text und aus Grafikelementen wie Rahmen und Farben, um die Inhalte übersichtlich zu machen. Als Logopädin habe ich schnell die Verwandtschaft von Sketchnote-Symbolen und Sprache bemerkt, weshalb ich sie auch oft Bildsprache nenne. Bildsprache ist einfach zu lernen, sie ist schnell zur Hand und mit ein klein bisschen Übung spricht man Bildsprache bald so fließend, dass man sie auch simultan beim Reden benutzen kann. Ich habe beobachtet, dass etwas Spannendes passiert, wenn ich vor den Patienten zeichne. Während das Gehirn zu entschlüsseln versucht, was da entsteht, gibt es eine viel umfassendere Aktivierung, als wenn ich eine normale Bildkarte vorlege. Ich glaube, dass diese Art der Bilder sehr viel mehr das Emotionale berührt und eine umfassendere Aufmerksamkeit fördert. Das führt oft zu mehr Sprechbereitschaft und Sprechfreude und zu einer besseren Speicherung. Für mich sind Sketchnotes inzwischen zu einem sehr lebendigen Werkzeug für fast alle Therapiebereiche geworden. Besonders beeindruckt hat mich die Wirkung auf Aphasikerinnen und auf Kinder mit Behinderung. Sehr gerne benutze ich sie auch zum Erklären von anatomischen oder therapeutischen Zusammenhängen, zum Beispiel in der Stimmtherapie. Weitere Bereiche, in denen Sketchnotes eine große Hilfe für mich geworden sind, sind Elterngespräche, besonders wenn es Sprachbarrieren gibt, das Erstellen von Infomaterial für die Praxis und die Planung und Durchführung von Workshops. Und die beste Nachricht ist, für Sketchnotes braucht man überhaupt kein künstlerisches Talent. Wer schreiben kann, kann auch Sketchnoten lernen. Ich würde mich sehr freuen, Sie oder dich bei meinem Workshop zu begrüßen.